Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Transportfieber Multiplayer Projekt. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder neu eingeschaltet habt. Ja, danke für die Hinweise fürs letzte Mal. Ich sehe es, hab's hier jetzt auf dem Schirm. Der Hinweis war, ich habe Stau Richtung Marktus. Ja, das habe ich ganz gewalttätig. Und dann sollten wir hier heute nochmal Hand anlegen und noch einiges anderes vorbereiten. Wir haben eine Idee, wo wir umsetzen möchten. Und ich möchte nicht zu viel verraten. Bekannte muss den Beginn machen, damit ich weiß, wohin ich legen muss. Ja. Und das sieht folgendermaßen aus, dass wir hier erstmal den Stau hier auflösen. Ah, sechsspurig, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Aber wir könnten hier vierspurig machen. Den Zipfel hier kann man dann wegreißen. Das möchte ich so eigentlich nicht haben. Ja. Und ich hoffe, dann funktioniert das auch wieder. Gut, nächster Schritt ist hier nochmal Fahrzeuge zum Schauen, zum Ersetzen. Was hat er? Da haben wir diesen hier. Ganz kurz grob gemacht. Wir werden eine neue Linie heute noch einsetzen, nämlich hier, da der Stau auch ein bisschen nachlassen sollte. Und zwar zum Markthus hoch. Nach Flampolin hat er gemeint, oder? Oder wie hieß die Stadt? Sieht man wieder nicht, klasse. Matu. Okay, gut. Dann nach Matu. Das habe ich letzten Folgen, mehreren Folgen, wollte ich das immer wieder machen, doch wieder vergessen. Tut mir auch sehr leid. Und das ist Z. Koop. Marktus. Die Linienfarbe ist ja wohl bekannt. Rosa. Der fährt allerdings aufs falsche Gleis hier. Möchte ich doch bitten, dass er von Neutristram über diesen Wegpunkt fährt. Genau. Das wird sich im neuen Patch ändern. Da haben wir feste vorgegebene. Was heißt feste vorgegeben? Also wir können selber fest definieren, welches Gleis er anfahren soll. Ah, ich habe mir den Gameplay-Patch mal kurz reingeschaut und bin schon richtig, richtig begeistert. Aber nichtsdestotrotz, ich werde noch einen Livestream dazu machen. Aber wenn ihr das anschaut, wird der Livestream schon vorbei sein. Aber ihr könnt es trotzdem auf Zygomi Twitch, Zygomi mal anschauen, oder ich werde ihn auch hier auf YouTube hochladen. Beta Patch, genau. So, zurück zum Eigentlichen. Wir haben Depots immer in die falsche Richtung. Warum haben wir Depots in die falsche Richtung gebaut? Ja, ich weiß schon warum wir sowas machen. Oh, der muss nicht mit höllischer Geschwindigkeit raus. Einfach so, dass er rauskommt. Machen wir hier ein Signal hin. Tram, ja, sollte man auch nach unseren neuen Trams schauen. So, Züge kaufen. Da machen wir kleine Triebwagen, schnelle, kleine, schnelle. Oder große Schnelle?
Ein ICE? ICE würde sich da gut tun. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist schon eine Ecke. Ja. Kommt nicht auf seine Höchstgeschwindigkeit. Oder ein Dual Stocks. Das wäre auch noch was. Doppeltraktion. Passt es dann? Von der. Ja. Das passt. Doppeltraktion 212, da haben wir 244 Passagiere. Ein weiterer passt nicht hin. Aber wenn wir da drei draufsetzen, alle gute Dinge sind drei, haben wir schon mal gesagt. Und dann schauen wir die DZ-Coop Marktus. Gut, so ein dieses hier. Güterstrecke wollte man auch noch verlegen. Haben wir das nicht schon letztes Mal gemacht? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Doch, haben wir gemacht. Ah, es sind schon 5 Folgen her. In meinem Fall sogar, glaube ich. Ja, das ist die 6. Folge. Und ja, ich muss hier ein bisschen verändern. Ich habe gesagt, wir müssen ein bisschen Vorbereitung treffen. Weiß nicht, was mir da geritten hat, so eine riesen Straße hinzusetzen. Werde diese Straße etwas verkleinern, aber ihr seht, wie das hier richtig gewachsen ist. Ist ja echt der Hammer. So, und warum ich diese Straße jetzt so verändert habe, war, weil ich ein Gleis dazu aufrüsten möchte. Das war ein bisschen was entfernt, naja, gut, ist nicht so schlimm. Und ich werde jetzt über Kantopolis hier diese Streckenführung verändern. Was habe ich hier schon wieder einen Stau verursacht? Warum fahren die nicht? Ach, durch das Verändern, Mist. Das ist noch buggy. Umgebaut und schon fahren sie nicht mehr. Da muss man auch immer Fuchs und Hase sein. Aber ich werde ganz kurz noch mal Pause machen. Marktus hat ja noch ein bisschen Kantopolis umgebaut, das muss ich sagen. Also klasse, cooles Ding. Und dann lassen wir den einfach. Na? Hier reinwärts fahren soll er. Warum geht das nicht? Mag er nicht? Dann machen wir es anders. Nein, ich habe noch mal viel coolere Idee. Ich hoffe, das gefällt euch. Noch mal kurz abreißen. Dieses Gleis, na, hier hin. Ja, 132 ist ein bisschen. Mager. Könnte man doch ein bisschen weiter ausholen, hoffe ich doch. Ah, sieht schon besser aus. 180. Immerhin besser wie 132. Werden wir das ein bisschen schön bauen machen. Nur ein bisschen. Ja, stimmt. Wegpunkt darf man nicht vergessen. Ich möchte den Wegpunkt trotzdem noch weiterführen. Ja, muss man noch. So, haben wir das. Linienführung läuft wieder. Klasse. Hier Einbahnsignal hin. Habe ich jetzt hier aber auch da müssen wir mal schauen nach der Linie, unsere erste Linie ist auch schon eine Weile wieder her. So.
Okay. Die zwei Gleise lasse ich mal frei. Beziehungsweise die schließen wir jetzt noch hier an. Aber nicht so, sondern so, dass sie genau hier reinwärts fahren können. Das ist alles nur Vorbereitung zum was Größeren. Müssen wir natürlich wieder das Signal und das Signal killen. Und nochmal neue Signale setzen. Ja. Das ist doch auch ein. Ach, das ist ein Einwärtssignal, okay. Gut. Wir schauen auch nachher nochmal zum Schluss nach der Markusrichtung hin, damit wir da auch wirklich das Stau. Geschichte aufgelöst haben. Meint ihr, bringt er das was? Wir machen es einfach und dann schauen wir mal, was Chaos gibt. Ja, genau. Nein, du fährst nämlich über den Weg. Wegpunkte sind dann trotzdem wieder hier vorteilhaft. Da diese Linie. Nein, die ist so reingefahren, aber ich möchte, dass diese Linie hier, das ist die 2, Fluss im Januar, Signal und dann über diesen Wegpunkt fährst du rein. So. Okay. Das passt soweit. Können mich sie hier raufschicken auf dieses Gleis. Und dann müsst ihr hier durchfahren. Und Vorbereitung habe ich ja schon getroffen für diesen Bereich, unabsichtlich. Aber möchte ich nicht zu viel verraten. Lasst euch überraschen. Zu Ende der nächsten Folgen werden wir das sehen. Ah, hier könnte die Stadt auch noch ein bisschen wachsen. Mal schauen, welches Haus nicht so teuer ist. Achso, ja, ist okay. Machen wir hier eine Straße reinwärts, dass die Stadt hier ein bisschen wachsen kann. Ja, okay. Gut, weiterlaufen lassen. Nochmal kontrollieren. Die Umbauaktionen. Kosten immer. Ja, hier haben wir wieder das genau das gleiche. Nein. Sieht der alt aus. Sieht der alt aus. Warum hat er kein Fahrzeugersatz denn? Hat er doch. Aber wir werden da noch mal einen draufsetzen. Den gleichen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Sofort ersetzen. Ich bin der Meinung, das haben wir noch gemacht. Oder wollte ich das machen? So, schauen wir unseren ICE nochmal an, ob der schon mittlerweile eingefahren ist. Ne, Doppelstock haben wir. 17 wird auch noch mehr. Gut. Gut. Da läuft es auch. Da haben wir fast keine Passagiere hier. Und warum haben wir hier fast keine Passagiere? 57% Auslastung oder Liniennutzung. Ah, ganz neuer Bereich, nicht abgedeckt. Das sind LKWs. Da
Das ist bestimmt Wohnviertel. Ja. Oh, werden wir da noch mal eine neue Linie reinsetzen, ne? Draufsetzen, reinsetzen. Ja, deckt schon fast das ganze Ding hier ab. Hier und dann fährt der. Ja, lass mal ein bisschen Geier miteinander fahren. Autosave, wunderbar. Neue Linie. Jo, jo. Hier könnte er doch rein theoretisch. Ja, soll er hier mit das mitnehmen? So. Das ist jetzt Z, ÖV. Nein. Tristram L3 müsste das sein, oder? Nein, haben wir schon L3. Dann machen wir da L2 mal draus, haben wir nämlich übersehen. Wobei ich das Reverse ja hatte. Andere Farbe. Gut. Busse, Busse, Busse. Straßenfahrzeuge kaufen. Und ach, den würde ich gerne auch einsetzen, aber nicht für dieses kleines Stück. Ja, langt der New Flyer. Ah, machen wir einen Volvo. Auch in dieser Linienfarbe. 7. 7 müsste langen. Ah. Gut, haben wir das auch mal schon mal abgedeckt. Hier warten sehr, sehr, sehr viele Leute. Die sind voll, die sind voll, die Trams sind voll. Jetzt mal schauen. Wir haben die Trams erst vor kurzem ersetzt, das bin ich in der Meinung. Fahrzeugersatz. 32 kriegt man nicht doppelt. Und das waren die größten, was wir haben. Mit 48. Wie viele Fahrzeuge haben wir da schon drauf? Auch schon einiges. Eins, sechs, sieben, acht. Acht haben wir. Acht. Ich kann mir überlegen, ob wir das hier ein bisschen erweitern sollen. Hier geht doch gar nichts vorwärts. Oder ziemlich schwer, dass wir hier unsere Hauptstraßen ein bisschen vergrößern. Oder Hauptverbindungswege. Auch gerade wo unsere LKW fahren. Ja, Wege zum Fitzel. So, dass die Hauptverbindungsstraße vergrößert ist. Da haben wir es schon gemacht. Ja, sieht schon besser aus. Deswegen, das ist ein Grund zum Beispiel, warum ich keine Busspur habe. Warum schwenkt er jetzt hier so reinwärts? Ja, könnte er nur überholen. Naja. Ich habe doch das jetzt hier. Warum weicht er hier aus und hier wieder raus? Versteht das einer? Habe ich hier Busspur drin?
Okay. Gut, dann nochmal Fluss im Januar kontrollieren. Da hat sich auch einiges getan. Sollte man auch ein größeres Liniennetz betreiben. Müssen wir auf jeden Fall noch Busse draufsetzen. Fahrzeugersatz ist drauf, okay. Fahrzeugersatz, na nee, dann nehmen wir doch einen anderen. Da könnten wir diesen hier nehmen. Den Wright Street Car. Und alle sofort ersetzen. Dann werden wir auch gleich nochmal welche neue dazu kaufen. Und 2, 3, 4. Linie zuweisen. Das war Fluss im Januar L1. Farbe dürfen wir auch noch auswählen. Das war die falsche. Das ist auch wieder diese Farbe. Ja, gut. Noch ein bisschen haben wir Zeit. Den lassen wir so, aber werden trotzdem noch mal neue Straßenfahrzeuge darauf setzen. 2, 3, 4, auch noch mal 4. Auch, jetzt habe ich den Namen vergessen, L1A. Und die Fahrzeugfarbe müssen wir dann auch noch ändern. Gut. So, jetzt haben wir ein bisschen. Da ist er. Linien Sachen hier weg. Na, der hat keinen. Vielleicht sogar das hier tillen und hier außenrum fahren lassen. Die Linien. Ach, schon, ich bin schon den Beta-Patch gewöhnt. Ist ja abartig. Dabei habe ich gerade mal 10 Minuten gespielt vom Beta-Patch. Gameplay-Patch. Haben wir die Linie haben daher was. Ja, das werden wir so machen. Meisenweg werden wir umbauen. So, hierhin können die hierhin noch mal 2 weitere Haltestellen dazufügen. Meisenweg. Von welchem Weg fährst du? Hier und ja, das ist hierhin und der Meisenweg entfällt. Nein, entfällt. So. Und du fährst von Meißen unter Fluss, vor unter Fluss über den Kapellenweg, über die Dorfstraße. Und der Meisenweg fliegt raus. Ja. Meisenweg war zwar recht interessant, aber wir haben die Haltestelle jetzt hier versetzt, damit die Busse noch mehr mitnehmen. Und was werden wir noch machen? Wir werden diese Ecke hier abreißen. Weil sieht ein bisschen blöd aus. Das sollte hier außen rumfahren. Kann man schön Speed aufnehmen. Nein, irgendwas gefällt mir nicht. Ist das der LKW, ne?
Ja, das ist der LKW. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie eine kürzere Version bekommen. Ja. Passt doch. Knallhart. Wäre noch ein Kreisverkehr geschickt, aber hier brauchen wir jetzt keinen Kreisverkehr mehr. Hier haben wir einen, das sieht gut aus. Gut. Was wir noch nicht haben, ist. Haben wir doch gemacht. Tatsächlich. Tatsache. Gut befahrene Stadt. Ich krieg die Leute nicht mehr weg. Ja, Wohnviertel. Möchten alle zum Bahnhof. Möchten alle zur Kante. Ja, Kante. Die wollen alle zu dir. Warum stehst du hier? Auf was wartest du? Haben wir hier wieder einen Wechsel? Irgendwas? Warum wartet der hier? Das ist jetzt die Frage. Warum hat der jetzt hier? So, machen wir es halt so. Ja, die Züge sind ein bisschen zu lang. Dann werden wir das nochmal ganz kurz ändern. Das habe ich letztes Mal schon gesehen, was mich genervt hat. Gut, wir kommen zum Ende. Das war's auch schon wieder mit meiner heutigen Folge. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Nachdem ihr hier das Stauproblem aufgelöst hätten. Deswegen läuft ja nichts. Ja, gut. Puh, noch Glück gehabt. Mal ganz kurz fast forward und wir sagen Abschied, Ade, und mit dem Doppelstockswagen fahren wir zum Marktus in der Cockpit-Perspektive. Also, ich wünsche euch damit viel Spaß. Bis dahin. Ciao.